Hallo liebe Sternenbürger, wir schreiben die Kalenderwoche 19 im Mai 2019 und dies sind die Star Citizen News der Woche für euch zusammengefasst. Alle Links zu den Quellen findet ihr wie üblich in der Videobeschreibung. Inside Star Citizen. Als man die Bunker in Star Citizen eingeführt hat, hatte man nur wenige Layouts, weshalb man hier die kompletten Layouts mit Beleuchtung ausgestattet hat. Allerdings fehlten dadurch auch öfter Schattenwürfe von Assets und das Ganze sah eben sehr oft ziemlich gleich und langweilig aus. Mittlerweile ist man dazu übergegangen, die einzelnen Module eines Bunkers von vornherein zu beleuchten, was nicht nur die Arbeit an den Bunkern beschleunigt, sondern auch den Look stark verbessert und glaubwürdiger macht. Alle Lichter sind somit schon festgelegt und die Raummodule müssen nur noch zusammengefügt werden. Auch an Arcorp wird weitergearbeitet, so hat man die Gräben verändert, um sie deutlich plastischer und vielseitiger wirken zu lassen. Dazu hat man auch neue Gebäudetypen zu Arcorp hinzugefügt, welche besonders interessante Formen aufweisen und so die ganze Szene auflockern. Auch die Anzahl von roten Gebäuden wurde reduziert. Die Holo-Reklamen wurden angepasst, so sieht man nun deutlich mehr verschiedene, damit das Ganze nicht so uniform rüberkommt. Im Segment des Sound of Space berichten Yogi Klatt und Josh Bell über die Unterschiede zwischen Version 3.4 und 3.5. Schiffe wirken nun viel lebendiger, da nicht nur der Sound der Triebwerke gespielt wird, sondern zum Beispiel Hitze und Atmosphäre einen Einfluss auf die Geräuschkulisse an Bord eures Schiffes haben. In den einschlägigen Foren wurde bereits schon länger diskutiert, was der nächste Concept Sale ist und diese Woche war es dann soweit. In diesem Concept Sale gibt es nun den Tumbril Ranger, ein Motorrad und zwar eins mit Rädern, also kein Hoverbike. Das Konzept gibt es in drei Versionen, Touring, Racing und Kampf. Mehr zum Concept Sale gibt es dann in einem extra Video von mir. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, abonniert meinen Kanal und klickt auf die Glocke, damit ihr das nicht verpasst. Star Citizen Live. In dieser Woche zu Gast ist Lead Animator Brian Brewer, der uns an den Beispielen der auf der CitizenCon 2018 aufgenommenen Emotes zeigt, wie der Weg weitergeht, bis eine Animation dann fertig ins Spiel kommt. Alle wichtigen Informationen hier für euch zusammengefasst. Das Büro, in dem die Animation Artists sitzen, ist gleichzeitig ein Motion Capture Studio, so dass man schnell mal eine Pose oder eine Bewegung aufzeichnen kann. Im Hintergrund bei Brian Brewer sehen wir eine Attrappe für eine Bar, die für Animationen der Kellner benutzt wurde und wird. Zunächst gehen die Akteure in eine T-Pose, anschließend gehen sie in eine Ruhebewegung, dann machen sie die gewünschte Bewegung, danach kehren sie in die ruhende Bewegung zurück. Der Regisseur gibt den Darstellern Anweisungen, wie sie sich zu verhalten haben, welche Emotionen gewünscht sind und natürlich, was sie denn machen sollen. Die T-Pose stammt aus den Anfangstagen des Motion Capturings. Damit die Software keine Punkte verwechselt, mussten sich die Schauspieler so hinstellen, bis die Software alle Punkte korrekt erkannt hatte. Heute benötigt man die T-Pose nicht mehr zwingend, aber sie ist ein guter Ausgangspunkt, weshalb man das weiter beibehalten hat. Die Bewegungen werden mit 120 Bildern pro Sekunde aufgenommen, das sorgt für eine gute Ausgangsqualität und verhindert, dass Punkte bei der Aufnahme verwechselt werden. Für das Spiel werden die Animationen später auf 30 Bilder pro Sekunde runtergerechnet. Die Animation wird dann auf das Charaktermodell im Spiel übertragen, welches ein eigenes Skelettsystem benutzt.
Nach dem automatischen Übertragen lassen die Animateure die Animation oft lange in einer Schleife laufen, um ungewollte Bewegungen zu finden und diese von Hand zu korrigieren. Überhaupt ist es noch nötig, sehr vieles von Hand anzupassen und es steckt sehr viel Arbeit in jeder einzelnen Animation. Animationen im Sitzen sind zwar möglich, müssen aber separat aufgenommen werden, da die Körperhaltung im Sitzen eine ganz andere ist. Es würde also komisch aussehen, wenn man die stehende Animation nur den Oberkörper zum Beispiel auf das sitzende Modell übertragen würde. Mit den Steuerpunkten der Software ist es nicht nur möglich, einzelne Gelenke zu bewegen, sondern die Figur folgt auch vorgegebenen Bewegungen mit vollem Körpereinsatz, wenn nötig. Bei den Animationen muss berücksichtigt werden, dass die Charaktere im Spiel Kleidung oder sogar Rüstungen tragen. Kollisionen damit kann man zwar nicht komplett verhindern, aber auf ein Minimum reduzieren. Auch in der Animation kann man Teile aus verschiedenen Aufnahmen nehmen und diese zu einer Animation zusammenfügen, wenn bestimmte Teile einer Bewegung in einem Take besser gefallen als in einem anderen. Das war's dann auch schon für diese Woche. Hat euch das Video gefallen? Gebt ihm einen Like, Anregung, Diskussion und Kritik einfach in die Kommentare. Und wenn ihr kein Video verpassen wollt, gebt mir ein Abo und klickt auf die Glocke. Ich wünsche euch eine schöne Woche im Verse.